das Richtige, dann brauche ich das Fragezeichen. Und dann brauche ich noch das Kraftgehen. Und dann okay. Was? Puff, go? Okay. Weißt du, wie es im Englischen heißt? Mammut. Interessant. Auf jeden Fall herrlich. ...2120 Leben. Joa. Also bei mir auf der PSP hat er 4250. Joa. Aber interessante Übersetzung. Meteorschlag. Dann darfst du jetzt den Schaden angucken. Wahrscheinlich sehr hoch. 1076. Also, es steigert sich auch mit der Lebenskraft, ne? 1076. Merkt ihr die Form? So, okay, das war's dann. Dann tausche ich nochmal Pico gegen Ray um. Okay. Und dann habe ich ja sogar mein eigenes Team, eigentliches Team wieder zusammen. Und wie fandest du die Schaupe, den Drachenform, die ich entdeckt habe? Geil. Also jetzt die starke Drachenform habe ich nicht entdeckt, die habe ich aus dem Video damals gehabt und mir auf der PSP gespeichert. Ja, aber auf die Idee zu kommen. Achso, das hatten wir doch schon. Die Übersetzung, herrlich. So, das ist eine kleine Erklärung des Cuts. Ich hatte mehrere Versuche gehabt mit den Drachenformen und die waren öfter falsch. Und damit ich die letzte MP nicht verschwinde, habe ich nochmal geguckt, wie die Drachenform eigentlich ging. Ja. Deswegen gab es einen Cut. Aber hat doch geklappt. Oh, ich wollte nur erklären, warum es den Cut gab. Das wird man sehen. Stimmt. Was möchtest du jetzt tun? Speichel. Oh Mann. Feiercheck. So, wo speichern wir mal über? Hier oben. Yes, sir. Also, der war schon eine Stunde dran? Wow. Halt, hier rein. Ragnir. Ganz schön lange. Gut. Schauen wir mal, was da unten los ist. Ich kenne ja die Vorliebe des Alten. Ja. Deswegen habe ich Nina mitgenommen. Und dann erhalte ich meinen Drachengehen auch von ihm. Und das dürfte das Vorletzte sein. Ein Drachengehen kommt. Ach, hier übrigens, ne? Wer das Intro kennt, sollte es kennen, ja. Am Anfang habt ihr ja bestimmt mal das Intro gesehen. Oder wenn wir die Aufnahmesession begonnen haben. Genau. Da kam es auch öfters. Genau. Ist etwas hier? Du fandest Würfel. Würfel? Nothing. Nichts. Da ist er. Du bist gekommen. Willkommen, Rio. Ich bin der Dorfälteste Bono. Der Schein mag trügen. Ich bin ein netter Kerl. Komm her, mein Sohn. Mein Sohn.
Hast du das Wandgemälde gesehen, als du reinkamst? Ich habe davon gesprochen gerade. Es stellt die Geschichte unserer kämpfenden Volkes dar. Die Geschichte unseres Volkes reicht weit zurück. Bis weit vor dem großen Krieg. Sie ist die Geschichte eines Kampfes gegen das stets wiederkehrende Böse. In jeder Epoche gibt es einen Krieger der Brut, der mit seinen Verbündeten gegen den Kampf gegen das Böse fortsetzt, welches in sterblicher Gestalt oder als Teufel auftritt und Myria heißt. Myria. Die Göttin der Urkania, die Göttin, die ihr sucht. Ursprünglich hätten sich die Urkania niemals sämtlich an ihren Gott oder ihre Feinde die Brut gewandt. So kommen wir also zu den Urkaniern. Ich will mit eurem Freund, dem Wächter, reden. Bringt ihn her. Och, Menno. Hat jetzt wohl doch nicht mehr alles in Erinnerung. Ich hab das im Gefühl gehabt. Aber nein, ich musste ja mal wieder nicht drauf hören. Dass du Gar und Nia mitnehmen musst. Ja. Aber nimm doch Gar und Momo mit. Könntest du auch selbst in den Arsch treten für den Kommentar eben. Was? Der war nicht witzig. Nimm doch Gar und Momo mit. Damit ich nochmal losgehen darf im Niedersohn oder was? Nee. Damit war das eigentlich so die Frage, klappt das mit Momo auch? Bezweifle ich gerade sehr, aber gut. Dann nimm Gar und Nia mit. Ja. Dann dürfen dich die Leute beschweren, wenn es nicht klappt bei dir. Also bei dir beschweren. Nein. Machen wir nicht. Nimm Gar und Nia mit. Gehen wir auf Nummer sicher. Mit Nia klappt es auf jeden Fall. Ich sage, nimm Nia mit. Hab ich doch. Gut. Sag Nia. Hab ich schlecht gemacht, als du dich beschwert hast? Kannst du dir gerne nochmal deine Aufnahme angucken. Aber es ist die Verzögerung, ich weiß. Ja, und sie war scheinbar sehr viel größer. Sollst du vielleicht den Stream refreshen? Ich trinke mal kurz was. Also Gluck. Ach ja. Ja, und weiter geht's. Mal schauen, wie es klappt. Jo. Also zuerst mit Gar reden. Und dann gucken wir mal. Wächter. Das muss man euch Urkanian und Myria lassen. Echt lassen. Als ihr die Brut leerst. Loswerden wolltet, habt ihr wohl richtig zugelangt. Aber ihr müsst eine Sache einsehen. Solange ihr euch weigert, den Namen eures Gottes oder den Namen eures Feindes auszusprechen, wird keiner hier erfahren, was aus uns geworden ist oder warum. O ehrwürdiger Ältester, hasst ihr uns? Hassen? Vermutlich tun das so einige von uns. Ich aber nicht, Wächter. Man darf es sich nicht erlauben, sich vom Hass blenden zu lassen oder Blut für einen nichtigen Grund zu vergießen. Was zwischen den Urkaniern und der Brut passierte, war einfach Schicksal, Wächter. Schicksal, ehrwürdiger Ältester?
Was meint ihr damit, ehrwürdiger Ältester? Kommt, sagt es mir. Hör auf, nenn mich nicht Ältester. Du bist doch genauso ein alter Knochen wie ich. Mir reicht es, mit dir zu reden. Nun dann möchte ich nur noch ein hübsches Mädel sehen, okay? Ich habe mich entschieden, ich werde mich nur noch mit Frauen unterhalten. Gut. Jetzt bin ich aber neugierig, ob das Momo auch klappt. Willst du jetzt nochmal rausgehen, oder wie? Ja, jetzt dürft ihr euch bei mir beschweren. Okay, gut. Meine Neugier ist ätzend. Dann nimm mal Momo und Nina, damit du nur einmal laufen musst. Ist gut. Oh Mann. Ich bring mich hier auf Ideen. So. Ach, meine Neugier, die ist schlimm. Ja. Normalerweise zügel ich mich, aber nee, hier geht's nicht. Du willst von diesem Spiel möglichst alles wissen. Ja, das sind halt so Sachen, manche Sachen, die ich noch nicht ausprobiert habe. Das gehört mit dazu. Jetzt mit Momo ausprobieren. Aber diese Puffko, ne, die ja im Englischen Mammut heißt, ist einfach für mich die stärkste Form, die ich haben kann. Vor allen Dingen die tankigste. Ja, es gibt nämlich Gegner, die ziehen an die 600 ab und jede andere Dachform, die ich hatte, stirbt. Nach einem Treffer. Und der hält halt eine Menge aus. Nein, ich will eure hässliche Fratzen nicht mehr sehen. Wo sind die Frauen? Ups, hab was vergessen. Anscheinend. Nein, nein, nein. Ich sagte schöne Mädchen, ich will junge, mollige. Entschuldigung. Was für ein Tannenkreis. Was heißt das? Ich bin nicht gut genug. Habe ich das jetzt mit mollige, schöne Mädchen? Ich will junge, mollige, ja, tatsächlich. Okay. Nina ist auch nicht mollig, die ist schlank. Aber interessante Reaktion, also. Gut. Die ist schon besser. Hör gut zu, kleine Dame. Werdet ihr jetzt was über das Los der Brut und der Göttin Myri erzählen? Ich höre, Großvater. Das ist schon besser, braves Mädchen. Nun hör genau zu. Die Brut und Myri halten immer Fäden zu allen Zeiten und überall auf der Welt. War es so, weil sie die Welt vernichten wollte und die Brut versuchte, die Welt zu beschützen? Ist beileibe nicht so einfach, Kind. Denk mal nach, das würde ja bedeuten, die Welt hier gäbe es nicht mehr, nachdem wir diesen Krieg verloren haben, oder? Stimmt. Die eigentliche Gefahr für die Welt sind wohl wir, die Brut. Unsere Macht ist so groß, dass wir die Welt zerstören könnten. Die Göttin Myria fürchtete unsere Stärke und beschloss, dass wir zum Wohle der Welt vernichtet werden müssten. Aber heißt das etwa, du bist ein böser Drache? Nein, Kindchen, nur nicht so schnell mit den jungen Pferden. Du weißt, wie wir den Krieg verloren haben? Weil wir unsere Kraft nicht genutzt haben. Wenn wir mit aller Kraft zurückgeschlagen hätten, hätten wir